Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, vor kurzem habe ich dir mal das Filterhaltesystem von K&F Concept vorgestellt. Und zu dem System habe ich jetzt nochmal zwei Filter dazu. Und zwar sind das Verlaufsfilter. Falls du das andere Video noch nicht gesehen hast, werde ich dir mal oben verlinken. Das auf jeden Fall kurz anschauen, dass du einen kurzen Überblick hast, was dieses System ist. Ich zeige es dir mal kurz. Das ist letztendlich sind es Adapterringe und dann noch so ein Filterhalter, wo man dann einfach solche Steckfilter reinmachen kann. Also ich habe wie gesagt Grauverlaufsfilter und was ist ein Grauverlaufsfilter? Ich denke mal, viele werden das schon kennen. Jetzt habe ich hier den umgekehrten Grauverlaufsfilter. Ich zeige dir erstmal den ganz normalen. Grauverlaufsfilter sind interessant in der Landschaftsfotografie. Und zwar, um den Himmel abzudunkeln gegenüber dem Boden in der Regel, beziehungsweise der Landschaft, was auch immer man eben abbilden will. So sieht so ein Filter aus. Ja, da kann man ganz gut sehen, wenn man mal hoch und runter fährt, dass der Filter oben abgedunkelt ist und unten eben komplett durchlässig ist. Und man hat dann in der Mitte eben einen Übergang. Das kann man hier vielleicht so ein bisschen sehen einfach. Der Übergang ist ganz einfach dafür da, dass man natürlich keinen harten Übergang hat, also dass es plötzlich von dunkel auf hell wechselt, sondern dass man eben letztendlich einen schönen gleichmäßigen Übergang hat. Diese Art Grauverlaufsfilter gibt es auch mit harter Kante, also wo ein ganz, ganz kleiner Übergang ist. Das ist hier einer mit sehr, sehr weicher Kante. Weiche Kante ist ja immer dann interessant, wenn der Horizont nicht komplett gerade ist. Das heißt, wenn da eine Bergszene oder sowas ist, dann kann man ja nicht irgendwo mittendrin sozusagen die Helligkeit abschneiden. Und deswegen gibt es die mit dem relativ weichen Übergang. So, Vorteil davon ist, wie gesagt, man kann den Himmel, der in der Regel viel zu hell ist, gegenüber dem Vordergrund einfach auch schön abdunkeln. Das ist jetzt hier ein 16-fach Grauverlaufsfilter. Das heißt, der hat an der dunkelsten Stelle die 16-fache Belichtungszeit gegenüber keinem Filter. Und somit kann man dann schon ganz schön stark den Himmel abdunkeln. Es gibt auch 8er Grauverlaufsfilter. Ich verlinke dir mal alles, von dem ich hier so spreche, in der Videobeschreibung. So, jetzt ist die Frage, jetzt kostet so ein Filter von namhaften Herstellern in der Regel weit über 100 Euro. Das ist jetzt ein 100 mm breiter, 150 mm langer Filter. Diese hier kosten zum Zeitpunkt des Reviews 80 Euro, teilweise mit bisschen Rabatt auch 70 Euro. Und ich wollte halt mal wissen, ob der Filter trotzdem was taugt. Er ist auf jeden Fall aus Glas. Und deswegen mache ich jetzt mal einen kurzen Videoeinspieler von mir. Gestern war ich ein bisschen draußen damit schon mal fotografieren. Die Bedingungen waren leider nicht ideal, aber man kann so ein bisschen schon mal, denke ich mal, sehen, was dieser Filter ausmacht letztendlich. So, heute probiere ich mal die Filter von K&F Concept aus, und zwar Verlaufsfilter, Grauverlaufsfilter 16-fach, also für heute vielleicht ein bisschen übertrieben. Das Filtersystem habe ich ja schon mal vorgestellt in einem anderen Video, also das Haltesystem mit einem 1000-Filter, 1000er ND, und deswegen probiere ich jetzt auch mal das Ganze an der Kamera aus mit dem Verlaufsfilter. Die Dinger kommen mit so einer recht praktischen Packung, wo man einfach dann einzeln drin hat, und jetzt kann man sich das Ganze mal ein bisschen anschauen. Ja, man sieht also, das ist jetzt ein 16er Grauverlaufsfilter mit einem weichen
mit einem weichen Verlauf letztendlich. Ich hätte jetzt auch noch einen Reverse GND, das heißt, dass der obere Teil wieder heller wird. Das ist dann interessant, wenn die Sonne sehr, sehr nah am Horizont ist, weil die Wolken oben bzw. der Himmel oben ja dann schon wieder relativ dunkel wird und dann würde er zu dunkel werden mit diesem hier. Aber da die Sonne jetzt noch ein bisschen über dem Horizont steht, probiere ich es jetzt erstmal damit aus. Wichtig ist, das Ganze sollte man, bevor man den Ring anbringt am Objektiv, also diesen Haltering, würde ich den Filter schon mal reinmachen, ungefähr zumindest, weil der relativ stramm sitzt und das heißt, ich würde hier relativ starke Kräfte aufs Objektiv bringen, wenn ich den dann verschiebe, wenn der Filter dann oben drauf ist. Das heißt, ich tue jetzt mal so ungefähr mittig das Teil drauf und tue danach, dank dem Schnellverschluss, das ist kein Problem, an diesen Haltering mit dran. Wir machen jetzt erstmal ein Bild ohne. So, jetzt habe ich ihn angebracht, wie gesagt, ungefähr mittig, ja, ich muss einen Tick runterschieben. Wie gesagt, dabei dann auf jeden Fall gut festhalten, weil man sollte auf keinen Fall sein Objektiv massiv belasten durch das Drücken dieses Filters. Ja, man sieht schon einen ziemlich guten Unterschied. Ich werde dir die Bilder natürlich auch direkt mal einblenden, dann im Video einfach, dass du mal sehen kannst, was der Filter ausmacht. Man kann das Ganze natürlich theoretisch auch in Photoshop nachträglich so ein bisschen über die Verlaufsfilter oder in Lightroom, egal, jeder RAW-Converter kann das. Mit so Verlaufsfiltern kann man da auch arbeiten und dann eben den oberen Teil dunkler machen, den unteren vielleicht ein bisschen heller. Aber wenn das Bild schon so geschossen ist, hat man viel mehr Spielraum, weil ich sage mal so, die Kameras heutzutage haben zwar einen guten Dynamikumfang, aber es ist noch nicht so, dass die einen extremen Dynamikumfang haben, außer die Top-Modelle vielleicht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer mit so einem Filter eher arbeiten, wenn ich starke Kontraste von unten nach oben habe. So, jetzt verschwindet gerade die Sonne so ein bisschen hinter den Wolken leider, das heißt, jetzt brauche ich gerade nicht fotografieren, vielleicht kommt sie noch mal raus, vielleicht habe ich Glück, ansonsten war es das schon für heute, aber ich werde auf jeden Fall mal noch versuchen, ein paar Bilder zu machen, um dir so ein bisschen zu zeigen, einfach den Unterschied von dem Ganzen dann letztendlich mit Filter, ohne Filter, ob es was bringt oder nicht und ob der Filter irgendwie die Bildqualität beeinträchtigt, das will ich auch noch testen, weil es könnte üble Spiegelungen oder sowas geben, wenn der Filter nicht von hoher Qualität ist, also irgendein Plastikschrott. Das hier ist auf jeden Fall Glas, ist auch entsprechend nicht der allerbilligste, aber doch günstiger, sage ich mal, als die bekannten Markenhersteller. Und deswegen will ich mal den auf Herz und Nieren prüfen, ob der günstige Filter trotzdem gute Qualität bietet. Spaßeshalber, weil ich ja zwei Einschübe habe, mache ich jetzt nochmal den Tausender dazu. Einfach mal gucken, ob ich ein paar Wolken vorbeiziehend fotografieren kann. Mal sehen, ob das gut aussieht. Ich habe jetzt gerade eine 500stel Sekunde Belichtung. Das heißt, ich sollte noch ein bisschen abblenden, so dass ich dann, weil das wären jetzt 2 Sekunden Belichtung, das ist noch nicht lang genug. Schauen wir mal, was ich mit ein bisschen Abblenden, ISO noch ein bisschen runter von 200 auf 100, kann man ja da einstellen und so weiter, ein bisschen tricksen. Und dann gucken wir mal, was letztendlich rauskommt. So, ich habe jetzt mal 20 Sekunden hinbekommen, ist glaube ich nicht so ideal, das heißt, da bräuchte man tatsächlich dann nochmal einen 64er ND-Filter dazu.
dann hätte man hier schon zwei drüber, das heißt ein 1000er und 64er, dann hätte man 64.000-fache Belichtung und ja, dann den Verlaufsfilter noch dazu. Ich glaube, dann wird es ein bisschen zu extrem. Das heißt, in dem Fall hier ist es einfach im Moment ein Tick zu hell, um das zu machen mit meiner, mit dem, was ich gerade dabei habe. Trotzdem war es mal ganz interessant zu sehen, auch zwei Filter übereinander, ob es dann irgendwelche fiesen Spiegelungen oder sowas gibt. Also auf jeden Fall ganz interessant und bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es dann letztendlich am Rechner daheim aussehen wird. Ja, ich hoffe mal, das konnte dir schon ein bisschen Eindruck vermitteln. Ich werde die Filter auf jeden Fall weiter auf Herz und Nieren prüfen. Wozu ich noch nicht bekommen bin, ist der umgekehrte Grauverlaufsfilter. Den zeige ich dir aber trotzdem mal. Da sieht man, dass er hier in der Mitte einen etwas schnelleren Übergang hat. Also nicht ganz so weich wie der andere und oben wieder heller wird. Ja, das kann man ganz gut sehen, wenn ich mir das mal so vors Gesicht halte. Und der ist dann eher dafür da, wenn man einen sehr klaren Horizont hat und die Sonne schon sehr, sehr weit unten ist. Heißt, ich habe zum Beispiel die Sonne über dem Meer und will das fotografieren, will den Himmel abdunkeln. Das Problem ist, wenn die Sonne relativ tief steht, dann ist der Himmel weit oben im Bild unter Umständen schon wieder recht dunkel. Das heißt, wenn man einen ganz normalen Grauverlaufsfilter, wie ich ihn gerade eben gezeigt habe, nehmen würde, dann hätte man das Problem, dass es oben viel zu dunkel wird im Bild. Und deswegen gibt es dann diesen umgekehrten Grauverlauf, der das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht. Gut, was ist mein Fazit zu den K&F-Filtern? Ich muss sagen, für den Preis, der wirklich deutlich günstiger ist als viele Filter, die man so bekommen kann, hochwertige Filter natürlich, sind die Filter sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keine großartigen Probleme mit Reflexionen oder so gehabt. Ich habe jetzt mit 10 mm an MFT fotografiert, das heißt 20 mm wäre das an Vollformat, also vom Bildwinkel letztendlich her. Ich habe jetzt nicht im Ultraweitwinkel 8 mm oder sowas fotografiert. Ich habe kein Ultraweitwinkelobjektiv mehr. Aber ich denke mal, auch da wird man mit den Filtern sicherlich arbeiten können, ohne große Probleme. Wie gesagt, ich hatte keine Probleme mit irgendwelchen Reflexionen, mit irgendwelchen Schärfeeinbußen. Was man natürlich hat, ist ein leichter Farbstich im Bild. Das heißt, man muss auf jeden Fall, wenn man den Filter drauf hat, nochmal einen manuellen Weißabgleich machen oder das Ganze natürlich später im RAW-Converter, Lightroom, was auch immer, nochmal anpassen. Also auf jeden Fall sollte man hier mit RAW-Format fotografieren und nicht mit JPEG, weil da kann man später dann nicht mehr viel anpassen. Aber wie gesagt, Schärfe ist gut, keine Verluste von irgendwelcher Bildqualität. Deswegen von mir absolute Empfehlung, ist hochwertig verbaut, passend zu dem Filterhalter, den K&F-Konzept eben auch anbietet. Man kann es natürlich auch in jeden anderen 100 mm breiten Filterhalter letztendlich einsetzen. Gut, das war es auch schon zum Video. Benutze selber auch Verlaufsfilter, Steckfilter und so weiter. Ich war ja früher kein Fan davon, bin auch eher noch so auf dem Schraubfilter bzw. dieses Magnetfiltersystem-Trip. Aber wenn ich ernsthaft Landschaftsfotografie mache, dann sind diese Art Filter auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und ich werde mir noch weitere dazu holen. Zum Beispiel ein 64er Graufilter, weil ich habe bisher ein 1000er. Wenn ich dann, wie im Video gezeigt, mal lange Wolkenverläufe, ziehende Wolken haben will, das reicht da einfach noch nicht aus. Das heißt, da brauche ich doch noch mal ein bisschen mehr Verdunklungspower sozusagen gegenüber dem, was ich bisher habe. Da reicht der einfache 1000er einfach nicht ganz aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Ciao!